Auch falscher Stock. Okay. Ah, das ist da. Ey, Scheiße, Alter. Hallo, wir sind's wieder, Alter. Heute wieder ein übelstes Video am Start. Und den übelsten Bottle vor allem. Übelsten Preis. Ja, ich wollte gerade den übelsten Preis. Ja. Die muss jetzt liefern. Genau. Also Crack Elichi 15, aber ein Single Cast. Exceptional Cast. Ja. Oloroso. Genau, 57 Volumenprozente, also Fassstärke. 15 Jahre alt. Haben wir auch schon gesagt, aber egal. Egal. Natürlich ohne Kühlfiltrierung und ohne Farbstoff. Obwohl ohne Kühlfiltrierung und ja, ohne Farbstoff. Absolut dunkler Aal auf jeden Fall. Absolut. Aber dunkel ist auch der Preis. Also ja, muss man schon aber da wird es übelst schwarz vor Augen. 200 bis 220 Euro circa. Ja. Je nachdem, wer früher kam, hat er noch Glück und hat ihn für 209, 210 gekriegt. Als ich später kam, kam 220 weg. Sowieso beides schon eine ordentliche Hausnummer. Als die angekündigt wurde, die Bottle, habe ich gedacht, ja gut, 150 dürfen wir schon mitrechnen. Ja. Nochmal 50 drauf oder nochmal. Also ich will den Vergleich nicht jetzt schon aufmachen, aber Crack Elichi, 17 Jahre, absolut legendäres Brett. Mhm. Will er den Vergleich einfach nicht schon aufmachen? Ja, ich sag's jetzt und dann lass ich's. Wir haben jetzt einen 15-Jährigen für mehr als das Doppelte. Zwar Fassstärke. Klar, Fassstärke, Limited, Single Cask, aber wow, der da, muss jetzt schon das was Einzige geliefert ist, kommen. Wir haben hier mal Exceptional Cask Serie vorne draufstehen. Mhm. Wir wissen gerade aus der Buffelli-Reihe zum Beispiel, dass die schon immer geil sind. Ja, also ja, vor allem ist ein bisschen blindes Vertrauen in dem Fall. Ja. Also ich gehe auch davon aus, wenn die da durchs Lagerhaus laufen und dann finden die ab und zu halt einfach mal Fässer, die sind außerordentlich gut, die man dann halt lieber als Single Cask rausbringt, als ihn für den Standard zu verwenden. Perfekt. Deswegen hoffe ich, dass hier das Preis-Leistungsniveau dann doch irgendwie gerecht wird. Ja, das Einzige. Also er kann eigentlich fast nur verlieren. Perfekt. Für den Preis, ich hatte es perfekt. Aber vielleicht ist er wirklich auch so gut, dass er die 220 einfach auch wertig. Aber die Farbe ist geil. Was auch geil ist, wenn man den Flimmerkasten hoch. Wir waren natürlich vor Ort für euch. Natürlich. Letzte schöne Woche. Brennerei. Kurz rübergechattet. Ja, Brennerei ist überragend. Also hat auch für die Brennerei schon kennen, wissen die zu schätzen und wissen, dass die hier Warmtubs haben. Ja. Warmtubs sorgen einfach für einen extrem schweren, dreckigen Charakter. Wobei auch die Fermentationszeit von 50 bis 60 Stunden da gut nachhilft. Also das ist ein richtig schöner Oldschool Charakter. Genau. Und nicht nur das, sondern auch das geile Design. Richtig schön oldschool, wie auch gefällt mir auch. Aber nicht nur Flasche, sondern auch diese Exceptional Cask Tube sieht fett aus. Deswegen schicken wir euch hier Whisky vorne. Aber sowas von. Fetterbraun. Ja. Absolut. Wie vorhin habe ich natürlich geschwind Aberfeldy angesprochen, auch Exceptional Cask Serie. Macht natürlich nur Sinn, wenn die gleichen Bacardi, ich sag mal, ist der große Name dahinter. Chuba ist die große Blendmarke dahinter. Macht natürlich Sinn, dass die beiden da zusammen gehören. Auch hier wird extrem viel in die Blendindustrie abgefüllt einfach. Ja. Bringen aber auch geilen Standard-Scheiß raus. Brennt 4 Millionen Liter im Jahr, beziehungsweise nicht ganz, aber wäre möglich. Haben kann man Kapazität für knapp 4,1 Millionen Liter machen, aber Gott sei Dank machen weniger. Oh. Gott sei Dank ist falsch. Sie sollten ein bisschen mehr in die eigenen Orange anfangen. Genau. Ich glaube, da steckt das Geld halt drin. Ja, ich weiß so, was gleich drin steckt. Wahrscheinlich meine schon. Nase in Glas. Jetzt auch Zeit. Ja. Ohne Witz. Alter Schwede. Das ist halt ein Sherry-Monster, gell? Ja. Nicht so dunkel, wie er aussieht. Ich wollte gerade sagen, es ist unglaublich schwer in der Nase. Ja. Alter, und also übelst kräutrig. Ja, also vor allem Maki-Kraut habe ich zum Glück aber nur so vereinzelt, kommt es ein bisschen durch. Ich war jetzt so in der ersten Nase, hätte ich jetzt auch schon mal gedacht, ist schon Japaner. Bisschen. Nee, also ich weiß, so eine leichte Honigmelonennote. Ja, so leichte Klebstoffnote auch mit. Ja. Schon krass dunkel einfach, aber es kommt dann halt schon so ein bisschen Maki-Kraut mit. Ja, du hast halt einfach ein Sherry. Ja. Ja. Also, du hast einfach ein Sherry. Du hast ein krasses Oloroso, finde ich. Krassen Sherry. Ich finde auch, bringt gut Power mit. Der Alkohol ist schon auch echt präsent in der Nase. Finde ich ganz entspannt. Der piekst so ein bisschen. Genau, so ein bisschen.
Aber sonst ja, sehr kräutrig. Für Alkohol finde ich extrem entspannt. Ich auch. Ich habe eigentlich gefühlt 57 habe ich gar nicht. Ja, genau. Ja. Und ich finde ihn schon extrem fruchtig. Ja. Ich habe so eine dunkle Sauerkirsche. Ja, Mann. Also, genau. Geile Note. Ja. Ich habe auch ein bisschen Schokolade, gehört auch mit dazu. Ja, ja. Perfekt. Wobei ich finde, dass die Sauerkirschnote finde ich auch extrem gut, aber dass ich ihn kräutriger als fruchtiger finde. Also ich finde, es ist wesentlich herber als diese frische Trockenfrüchte, trockene Aprikose. Ja. Auch so zwei Stück mit Uhu zusammengeklebt. Weil dieser Klebstoff habe ich schon. Der Klebstoff ist schon extrem präsent. Das ist echt krass. Ja. Aber ich finde ihn geil. Also, ja, kein, wie man es jetzt aus einem Crane Whisky kennt oder so. Oder von günstigen Japanern. Gar nicht. Sondern es ist tatsächlich eine richtig geile Klebstoffnote. Ja, schon ein krasses, dunkles, kräutriges Teil. Eigentlich wirklich nicht zu vergleichen mit dem 17er. Nee, gar nicht. Und vor allem das 17er, obwohl er 2 Jahre älter ist, habe ich viel mehr noch den Charakter von Craig Ellich in der Nase. Ja. Hier ist halt schon das Fass einfach im Vordergrund. Aber du sagst schon gerade oft immer hauptsächlich nur Kräuter. Ich finde, das mal ein falsches Bild. Weil wenn ich an Kräuter denke, da denke ich an so ein, keine Ahnung, wie heißen die? Gewürzflaschen mit, wo du gar nicht trinken kannst, weißt du? Nee, ja, du sowas denkst an Jägermeister. Nee, das ist Sacki und Jägermeister, denkst du halt. Aber also genau, das ist zu krass. Ja. Das ist nicht. Nee, wobei, also wenn ich von Kräuter rede, dann meine ich schon auch eher diese Kräuterpflanzen davon. Ja. Ja. Also jetzt gerade Mackikraut als Beispiel. Das ist tatsächlich noch so ein bisschen Petersilie und so, so einen geilen Kräuteraufstrich. Ja, das passt. Mit, garniert mit so Cranberries. Ja, Alter. Damn, okay, Alter, was geht? Tschüss, okay. Wir haben jetzt schon ziemlich viel eigentlich rausgerochen. Das sind Fakten. Also komplex ist das Teil schon abnormal. Ja. Du findest echt viel. Ich würde sagen, wir trinken ihn mehr. Ja, auf jeden Fall. Ich hoffe einfach, er liefert was. Ja, so, tschüss. Viel mehr Alkohol auf einmal, aber übelst Dampf. Oh, so, und jetzt bin ich genau auf der anderen Seite. Ich finde, ich hatte in der Nase genau das Level Alkohol, den ich hier auch habe, aber nicht zu krass. Also es ist einfach angenehm begleitet. Also ich hatte in der Nase schon leicht auch den Alkohol, aber jetzt im Mund schon ordentlich. Also jetzt vom Geschmack her, ich hatte jetzt im ersten Mundkontakt, habe ich die Note, diesen Sherry-Touch, den viele auf heutzutage auf moderne Sherry trimmen. Es ist einfach erstmal extrem süß. Ja. Und der sagt richtig Hallo, nur Sherry. Ja. Und dann wickelt es sich aber und es wird dunkel. Und dann wird es wie so eine Oldschool-Note an Sherry auf einmal. Ja. Das wandelt sich echt, das ist so eine Zeitreise. Aber was ist das? Stimmt alles, aber was ist das für ein Abgang? Ja, übelst. Der ist schon abnormal geil. Geil, trocken. Rosinen, übelste Sauerkirsche. Ja, die habt ihr auch schon im Mund gehabt, die kommt jetzt aber im Abgang auch nochmal mit. Ja, also auch so ein richtig geiler alter Sherry. Perfekt! Ja. Auch dieser Abgang ist einfach ein Sherry mit Prozentig geiler Sherry. Aber ordentlich Power. Weil er auch so, ich finde auch so, das Mundgefühl ist wie so ein alter Sherry. So leicht ölig. Ja. Also, trocken. Ich habe einen ziemlich alten Charakter im Mund, aber jetzt nicht vom Fass selber. Also, ich habe jetzt keine Eiche so krass, sondern es ist dann schon eher so ein alter Sherry halt. Ja, wenn er jetzt im Abgang kommt, die Eiche, die wir noch mit reinbringen, aber auch ist ganz spät. Aber der Abgang hört auch nicht auf. Der Abgang ist das Geilste an dem Whisky, finde ich. Sobald du geschluckt hast, passiert ganz viel. So wie in der Nase auch, wie auch die Farbe es andeutet, führt es auch im Geschmack vor. Einen sehr, sehr dunklen, schweren Geschmack. Dunkle Früchte, Cranberries habe ich immer noch. Sauerkirsch finde ich immer noch überragende. Ja, natürlich. Überragende Schöne, dunkle, reife Pflaume. Ja, geil. Auf jeden Fall. Absolut. Und Trockenfrucht wieder mit. Aber zum Glück auch diesmal im Mund nicht ganz so krass das Mackikraut. Also in der Nase hatte ich viel mehr, im Mund eigentlich gar nicht. Also der Mund ist für mich noch mal viel besser als die Nase. Ja, tausendmal. Aber man kann schon echt sagen, es klingt zwar dumm, aber es ist einfach ein richtig geiler, hochprozentiger Sherry halt. Perfekt. Ja, natürlich, es kommt aus dem Sherry-Fass, aber es schmeckt halt auch wirklich original wie ein Sherry-Wein. Was man hier noch sagen kann, weil ja auf der Box und alles, war auch das, was mich damals getriggert hat, wo ich gedacht habe, Alter, den muss ich mir holen. Ja, in Gerüchte des Marshmallow und Ananas, das steht drauf. Und habe ich beides gar nicht irgendwie. Aber das ist schon gar negativ gemeint. Also geröstet habe ich, aber irgendwas anderes, eher Mandeln oder... Und ja, die Ananas könnte ich mir, wenn dann in der Nase, mit diesem fast schon Klebstoff, den ich meine, einbilden. Wenn vielleicht. Aber ich hatte schon Ananasnoten,
die gauen auf einem ganz anderen Level von älteren Whiskys. Und halt. Hat noch so ein bisschen frischen Joghurt tatsächlich so. Aber geröstetes Marshmallow könnte ich nur auf diese doch sehr, dieser sehr süße erste Mundkontakt. Mhm. Und das Geröstete ist da schon dabei, aber Marshmallow halt so süß ist er nicht. Also er ist schon unfassbar gut und ich wäre auch bereit für den mehr zu zahlen als für viele andere gleichwertige Whiskys. Ja. Aber trotzdem sind natürlich 200 bis 220, ja, muss man drüber reden. Da können wir trotzdem, zu viel eigentlich. Da können wir in einem halben Jahr nochmal drüber reden. Genau, wenn alle anderen Preise noch teurer werden. Genau, dann ist normal. Ja. Dann würdest du sagen, vielleicht, das war günstig. Ja, aber so ist es auch. Also vor einem Jahr hätten wir es wahrscheinlich selber auch nicht gekauft für 200 bis 220. Auf gar keinen Fall. Ja. Jetzt so langsam, alles wird halt einfach teurer. Klar, der wird dementsprechend auch ein bisschen teurer, aber jetzt warten wir mal noch ein Jahr, dann lachen wir drüber. Genau, aber Standpunkt jetzt, 220 Euro, wer das Geld hat, wird sich freuen, dass wir ihn gekauft haben, auf jeden Fall, bin mir sicher. Perfekt. Trotzdem ist einfach zu viel Geld für jemanden, der jetzt, sag ich mal, eher in der Range ab 200 aufwärts sich was ganz Besonderes kaufen will, dafür ist zu viel. Das stimmt, ja, 100%. Wahrscheinlich Waffe. Aber trotzdem muss man auch vielleicht wiederum sagen, wir haben jetzt hier das Alter von 15 Jahren, aber wenn ich das jetzt nicht weiß und ausblende und mir schenkt den jemand ein und ich finde den so abnormal geil, dann könnte ich schon auch denken, okay, der wird schon ein bisschen mehr kosten. Ja, aber nicht, aber Frage, nicht 220 Euro. Ja, das ist schon unfassbar gut. Plus, also wäre jetzt nicht 15 drauf, sondern 20, würden alle sagen, passt. Also abnormal perfekt. Ja, abnormaler Preis. Also eigentlich ist nur das Alter, was so ein bisschen nicht zum Preis passt. Ja, das stimmt. 40 Euro weniger wären geil gewesen. Ja, auf jeden Fall. Oder halt noch viel weniger, einfach als 5 CL-Sample bei uns aus der Mal probieren wir mal. Ganz die Fakten. Und ihr wisst ja wie immer Bescheid, unten in der Beschreibung der Link in die Gruppe. Perfekt. Tretet bei und wir hauen ab, oder? Ja, sehr gerne. Wir hauen rein, füllen nochmal auf den Aal. Sehr gerne. Oh, hallo. Auch komplett. Geht's ab. Tschaußen. Tschaußen. Danke, Jausen.